Das ist ja immer witzig mit den Creepern. Geht's jetzt? Ich bin gestorben, Mann. Hallihallo, Löchern, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Jump World. Und wir fangen an mit, es steht irgendwer in mir, oder? Nee, ich bin in einem Beacon. Toll. Erstmal hier die Sichtbarkeit aus und dann runter von diesem Beacon. Ja, wir fangen an mit der Map des Tages. Und zwar Herobrine Exists von 24/7. Und was steht denn hier alles Schönes? Informationen nicht für Default Texture Pack geeignet. Okay, sagst du dann auch, welches geeignet ist? Anscheinend nicht. Willkommen zu einem kleinen Jump'n'Run. Wünsche euch viel Spaß und habe dazu auch noch eine kleine Story für euch vorbereitet. Viel Glück! Story ist passiert. Herobrine kam von den Toten zurück und will die Vernichtung von Minecraft. Ab durchs Portal und rette Minecraft. Los! Portal! Okay, dieses ganze Zeug. Du bist in deinem Bett aufgewacht und jemand klopft. Also rennst du nach unten, um zu erfahren, wer es ist. Suche nach einem Weg nach unten, nach draußen. Es kommt darauf an, wann der klopft. Wenn er irgendwann... Jetzt stecke ich hier unten fest. Wenn er irgendwann... Okay, ich bin auf jeden Fall unten. Ich muss nur nach unten, oder? Nicht nach oben. Okay, kann ich... So geht's. Ich bin unten. Hallo. So. Fox. Es ist was passiert, sagt er da hinten. Herobrine hat unser Schloss im Nether zerstört. Bitte helf uns, gegen ihn anzutreten. Bitte, ihr seid unsere letzte Chance. Jetzt los, sonst ist es zu spät. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Oder wie war das? So. Es ist... Also das Nether-Schloss. Beeindruckend. Also das ist also das Nether-Schloss. Okay. Ich schaue mich hier mal um und suche nach Herobrine. Mission, gehe aufs Dach. Wieso aufs Dach? Was macht denn Herobrine auf... direkt am Dach? Ich meine, willkommen. Im Grauen? Am Grauen? Ums Grauen herum? Irgendwas mit Grauen. Willkommen, Grauen. Ich bin das Grauen. Ja. Was sagst du mir denn? Interessante Festung, aber auch sehr komisch, dass hier niemand ist. Ich gehe mal aufs Dach, um mehr zu erfahren. Mission um zum Dach hoch, okay? Wieso willst du die ganze Zeit aufs Dach? Willst du nicht erstmal das Schloss durchsuchen, ob da noch irgendwer ist? Pfeil. Okay. Schwierigkeitsgrad leicht. Das passt. Nehme ich gerne hin, ich werde trotzdem ein paar Mal runterfallen. Was sagst denn du hier? Herobrine hat das Portal geöffnet. Schnell lauf durchs Portal und schnapp dir Herobrine. Wohin will der denn? War das jetzt gerade eine unsichtbare Wand, an der ich abgetropft bin? Folge einfach mal diesen komischen Dingern. Und wieso ruckelt es jetzt ein bisschen? So, und da hoch und da hoch. Und es gab schon lange keinen Checkpoint mehr. Oder ich bin einfach dran vorbeigeflogen. Ach ja. Abgedeckte Schleimblöcke. Und ich bin hin. Natürlich muss ich jetzt das Ganze wieder von vorne machen. Wieso auch nicht? Dann machen wir das Ganze hier ein bisschen schneller. Ich habe doch... Ja. 60 FPS. Wieso? Passiert hier so viel auf der Map? Wieso bin ich so blöd und springe da jedes Mal dran vorbei? Gibt doch nicht. So. Bringe ich jetzt eben hier ab. Schau, dass ich hier direkt... Ja... Toll, danke. Wollte ich schon immer mal. 5 Millionen mal zurückrennen wegen so einem kleinen Patzer. Habe ich eigentlich noch... Nee, die Nachtsicht hast du mir abgenommen, sonst hätte ich mal den Shader ausgemacht. Ohne Shader schaut so blöd aus. Ich muss sagen, ohne Shader ist Minecraft generell ein bisschen komisch. Vom Aussehen hier. Ich mag Minecraft mit Shader wesentlich mehr. So. Ja. Deswegen ist auch was passiert, was demnächst, also ich glaube nächste Woche, werdet ihr das erst sehen in der Folge. Aber es ist... Ich habe versucht, meinen Shader wieder anzuschalten, weil das letzte Mal noch funktioniert hat. Ich sage jetzt nicht wo. Aber dann war ich so die halbe Folge in dieser Shader-Auswahl drinnen gesessen und habe zugeschaut, wie Minecraft so richtig schön abgeschmiert ist. Das ist schön. Bin ich noch am überlegen, ob ich da dann noch eine andere Folge oder was anderes noch dazu hochlade, weil halbe Folge Shader-Auswahl ist dann auch ein bisschen blöd.
Ein Enderdrache, er sieht schon ein wenig komisch aus. Lila Augen, Herobrine war anscheinend schon hier. Mission, besiege den Drachen und verfolge weiter Herobrine. Attacke! War eigentlich da drüben noch irgendwas gestanden? Nö. Gehen wir wieder zurück. So, gab es hier irgendwo einen Checkpoint? Ah, ja. Direkt vor mir. Wegweiser. Ach. Ich bin jetzt momentan oder war gerade mal auf der Suche nach einem neuen Ladekabel. Muss ich da überhaupt drauf? Wohin muss ich? Nee, Moment. Ich glaube, ich bin so ein bisschen schief. Ja. Vom Laptop von meiner Mutter. Das Ding ist jetzt auch schon uralt. Die hat hat ihr noch vor meinem alten gekauft. Ich sag mal, bei meinem alten, das war so ein bisschen, also man konnte Games drauf spielen. Und ich war dann auch sehr froh, als das neue Spiel rauskam, auf das ich mich gefreut habe, und ich das auf dem Ding spielen konnte. Und das war Skyrim. Und das ist rausgekommen am 11.11.2011. Na, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie alt das Ding ist und wie alt dann das Ding von meiner Mutter ist. Nicht dein Ernst. So. Ja. Jetzt war ich heute ein bisschen auf der Suche nach irgendeinem Ladegerät für das Ding. Aber so Standard-Ladegeräte gibt es irgendwie nicht mehr für die Teile. Ich finde immer nur diese Universal-Ladegeräte und die sind ultra teuer. So, also zumindest im Laden. Ich meine, im Internet gibt es schon welche für 20 Euro oder sowas. Aber wenn man dann reinmarschiert mit dem Ladegerät und sich denkt, hey, den Verkäufer zeige ich das Ding mal und dann sucht er mir irgendwas raus für 20 Euro, so wie im Internet. Nee, er drückt einem dann einfach dieses Universaldings in die Hand und sagt, hey, das wird schon funktionieren. Eine Arena, ich schaue mich mal um, vielleicht finde ich da was. Hoffentlich ist er hier. Mission, suche Herobrine. Ja, ich glaube, das ist die Mission von der ganzen Map. Ja. Schwierigkeitsgrad normal. Sag mir nicht, irgendwann kommt ein Schwierigkeitsgrad schwer. Schau wieder nicht. Da muss ich durchspringen. Ja. Und wenn schwer kommt mit richtig schweren Sprüngen, dann bitte ein paar mehr Checkpoints. Jetzt momentan waren noch nicht so viele. Okay, ich bin auch noch nicht so häufig runtergefallen, wie ich eigentlich gedacht habe. Blödes Glas. Setze ich mir einfach in den Weg rein. So. Was ich immer schön finde hier, ist, dass die Tagesmaps schnell laden. Ja, aber mit dem Ladekabel. Weiß nicht, gibt's noch. Ich meine, theoretisch könnte man ja mal aufschrauben oder besser gesagt aufsägen, weil Dinger sind ja alle verklebt. Aufmachen und schauen, was da kaputt ist. Es war ich war drauf und bin wieder zurückgesappt. Mann. Ich wollte mich eigentlich schon resetten und dachte nein, aber ja, schön. Nur mein Verständnis von Elektronik und sowas ist jetzt auch nicht gerade hoch. Leiter. So. Okay, hier geht's weiter. Wo sind wir eigentlich? Ist das die Arena, von der er gesprochen hat? Oder bin ich schon wieder an der Arena vorbei? Ich meine, es ist auf jeden Fall schön gebaut und ich will nicht wissen, wie viel Zeit der da reingesteckt hat. Das waren einige Stunden. Selbst wenn er mit mehreren Leuten gespielt hat. Ich meine, solche Türme und sowas, wenn man World Edit hat, okay, dann geht's noch. Dann baut man sich einen, da sitzt man ewig dran, aber dann kopiert man die Dinge hier einfach. Ich weiß nicht, ob es hier auf Timolia sowas ähnliches gibt. Da unten ist er, jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Und ihn endlich schnappen, sonst ist es zu spät. Auf geht's. Irgendwie hat es jetzt grammatikalisch in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn gemacht, aber vielleicht habe ich irgendwas vergessen vorzulesen. Ja. Ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Auf den roten Block? Nee. Ich warte drauf und bin dann zu weit. So, dann hier nicht. Okay, ich muss also springen.
So viel steht fest. Und ich muss noch weiter springen. Dann machen wir das Ganze so. Und so. Ist doch gut. Hat funktioniert. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht wieder in einem anderen Teil vom Jump'n'Run zurückgesprungen. Ah, deine Zeit ist um. Okay. Dann gehe ich halt wieder zurück. Ich bin an diesem blöden Portal vorbeigesprungen hier. Gibst du mir jetzt... Ah, danke. Danke, du hast mir Licht gegeben. Ah, Licht. Komm, gehen wir einfach. Du warst mein Bruder. Jemand ist tot. Ich bin hier unten. Ich komme wieder. Ach, das ist Notch. Okay. Herobrine ist weg und du hast deine Aufgabe erfüllt. Geh zum Ziel und schließe diese Map mit Bravour ab. Also abschließen okay, aber ob es mit Bravour ist, weiß ich nicht. Dankeschön. Moment. Dankeschön. Und danke für alles. Vielen Dank an alle Leute, die mir geholfen haben und genauso an alle Tester. Ich hoffe, ich hoffe, den restlichen hat die Map gefallen. Ja, fand ich schön. Freue mich immer gerne auf eine faire Bewertung und hoffe vielleicht später auf weitere Mitarbeit von meinen Helfern, Jumpers und Bewertern. Danke für alles. Wo sind denn deine Bewerter? Ja, Bewerter sind wir, aber wo sind denn die anderen? Hat's kurz geleckt. Bauzeit 80 Stunden. Okay, ich habe mir gedacht, dass das ein bisschen länger ging. Im August erstellt und im September fertig. Ja, denke ich mir. Steht hier noch irgendwie... Da sind die ganzen Helfer. Und weitere Maps hast du auch gebaut. Du hast ein paar Maps gebaut. Ja. Muss ich sagen, war schön. So, und jetzt die nächste Map. Ist eine kürzere Map, so mit Durchschnittszeit von 4 Minuten. Habe ich gedacht, das passt ganz gut. Ich hatte auch noch Flower Power, aber ich dachte, ich spiele hier mal Du bist im Knast. Also Flucht aus dem Knast von X-Pandas Skills. Okay. Ich soll anscheinend durch die Toilette fliehen. Das ist jetzt nicht so schön. Aber hey, ich habe abgenommen. Ich passe durch Toiletten durch. So. Okay, da ist Lava. Ich bin im Eimer. Ja, ich laufe einfach noch einen Moment. Schauen wir einfach, dass wir es so schaffen. Diese blöden Deckensprünge. Ich weiß gar nicht, ob das am besten ist, wenn man sowas durchspringt. Oder nisch. So. Ach ja. Ich habe das offensichtlichste Jump'n'Run der Welt übersehen. Moment. Nein. So, du kommst her und drauf. Moment. Machen wir wieder den Trick von vorhin. So, funktioniert hier immer ganz gut. Bis auf gerade eben. Ich weiß nicht, ob solche Tricks wirklich irgendwas bringen oder ob die nur im Kopf passieren quasi. Wie konnte ich da... Ach genau, deswegen konnte ich da abtropfen. Wenn ich da direkt nach... Springe ich mal dahin. Nein, tropfe ich auch ab. Dahin, da geht's. Danke. So, mit dir muss ich hier rüber. Okay. Ich bin jetzt in einem alten Tempel? Wieso bin ich in einem Tempel, wenn ich... Spring da einfach mal runter. Ich sollte da sogar runterspringen, okay. So, ist hier irgendwo eine Druckplatte, bei der ich mich resetten kann? Damit ich wieder volles Leben habe. Ja, da. Da. Ich meine, sowas wie eine Map mit null Toten zu schaffen, das geht vielleicht bei einer Escape-Map. Aber hier werde ich das nie hinbekommen, deswegen versuche ich es jetzt momentan gar nicht erst. So. Natürlich Leitern. Das war das, was mich gewundert hat bei der letzten Map, dass da irgendwie keine Leitern waren. Mann. Ich sehe mich nur noch so abtropfen von der Leiter. Ja. Jetzt habe ich mich hingepresst. Da. Und Jump Boost. Das ist immer so blöd. Man weiß nie, wie groß der Jump Boost ist. Und so eine kleine... Moment. Kann ich da eigentlich auf solche Zäune drauf und dann von da aus an die Leiter? Moment. Ohne Sprinten. Ja, okay. Gut.
Hier haben wir dich. Ich muss mit dir... Wenn ich wüsste, wohin ich mit dir muss... Da, ja. Moment, ist da das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Ich hab's in 3 Minuten 22. Was soll ich denn jetzt machen? Mann. Jetzt habe ich die Jump-Map eher abgeschlossen als die Durchschnittszeit. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Also glaube ich. Erbauer, Safe 100 und Oldschling und wahrscheinlich auch X-Panda. Skills, weil der da rechts steht. Danke fürs Spielen unserer Map. Der Riesenskin gehört Safe 100. Der da? Okay. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt geht die Map kürzer als gedacht. Und auch die Folge dann wahrscheinlich kürzer als gedacht. Also mindestens 15 Minuten wollte ich eigentlich schon haben. Naja, dann rede ich jetzt hier noch darüber, wie gern ich 15 Minuten haben wollte. Habe ich hier irgendwas übersprungen, was nicht sein sollte? Und das ist ja immer witzig mit den Creepern. Geht's jetzt? Ich bin gestorben. Oh Mann. Blöder Creeper. Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder was? Nee, gut. Ich hab schon gedacht. Killt ihr einen? Ihr macht auf jeden Fall gut Schaden. Okay, hier habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Also noch ein Baum. Waren wir jemals auf diesem wunderschönen Baum? Glaub nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich habe jetzt noch ein paar Minuten rumgebracht. Hoffentlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.